Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und zwar zu meiner ersten Folge mit dem neuen Mate. Yun Jin Lee oder so. Wobei ich glaube, sie heißt Lee, oder? Weil im asiatischen Raum sagt man doch den Namen, der hinten steht. Also das ist doch der Vorname, oder? Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht der Killer. Wir haben eine Spirit. Oh mein Gott. Es ist aber ganz okay, dass wir nicht direkt den neuen Killer haben. Denn ich versuche übrigens direkt die Adept-Challenge, Leute. Yay! Es ist gerade Dienstag. Das Chapter ist gerade rausgekommen, aber ich versuche direkt die Adept-Challenge. Ich muss bei den Talenten jetzt ein bisschen ablesen, weil die kenne ich natürlich noch nicht. Wir hätten da aber als erstes Überholspur. Für jeden festgehakten Mate bekomme ich 2 Zähler. Und wenn ich dann den Great Skill Check schaffe, bekomme ich 1% Fortschrittsbonus. Wohl. Also ich hoffe, ich verstehe die Talente bis jetzt richtig. So, als nächstes haben wir Superhit. Wenn ich den Killer stunne, bekomme ich hinterher einen Sprintboost. Und bin halt dann erschöpft. Aber das ist bei dem normalen Sprintboost ja auch so. Und das dritte Talent von ihr heißt Selbstschutz. Wenn in einem gewissen Umkreis ein Mate von mir geschlagen wird, wie auch immer, bin ich für ein paar Sekunden lautlos, hinterlasse keine Kratzspuren und auch keine Blutspuren. Eigentlich ganz nice. Ich muss sagen, Superhit und Selbstschutz, die finde ich nicht schlecht, die Talente. Ja. Ich freue mich aber auch schon auf die erste Runde, die ich gegen den neuen Killer spielen werde. Aber wie gesagt, es ist vielleicht ganz gut, wenn ich nicht direkt jetzt, wo ich die Adept-Challenge versuche. Es ist wirklich meine allererste Runde mit ihr. Ich habe sie gerade nur hochgelevelt. Ich habe ja extra Blutpunkte gesammelt. Und ich habe sonst, ne, also wirklich meine allererste Runde mit ihr. Und ihr seht übrigens, sie wurde aufgehangen da. Die Nea war das, glaube ich. Ne, Nea ist noch da. Keine Ahnung, die Mac, glaube ich, hängt. Und ich habe unten 2 Zähler bekommen. Okay, da ist schon jemand retten. Wir haben 2 Generatoren an. Jetzt hat sie Nea. Cool. Also ich muss sagen, das Outfit von der neuen Überlebenden, das ist jetzt nicht so meins. Auf der Map passt es vielleicht ganz gut, weil es schön hell ist. Da. Aber das Outfit ist sonst ein bisschen schwierig. Muss ja Great Skill Checks schaffen. Ich Trottel. Strengen uns jetzt an. Wir lassen das mit den Great Skill Checks. Sorry. Verdammt, die kann ich retten. Es wäre halt gut, wenn die da weggehen würde. Interessanter Sound. Oh, Nea. Gut, Klödi ist runter, aber okay, einmal kann ich mich heilen, auf jeden Fall. Nea hat vielleicht auch einen Strike, deswegen hat sie sich geopfert. Könnte ich mir jetzt vorstellen.
Sie steht zumindest wieder. Ich habe jetzt nicht... Sie spielt an ihrer Glyphe. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, ob näher gehoben wurde oder nicht. Oh, habt ihr das Geräusch gehört? Ich habe einen Great Skill Check getroffen. Na gut. Ich hab's geahnt, dass ich ihr in die Arme laufe. Ich bin trotzdem in ihre Arme gelaufen. Kennt ihr das? In dem Moment, wo ihr etwas tut, wisst ihr schon, das war scheiße, aber ihr macht's trotzdem weiter. So ein Moment war das gerade. Aber dieses Geräusch ist echt ein bisschen weird. Wenn man die Skillcheck trifft in Great. Ich weiß auch nicht, warum ich 2 Zähler bekomme. Aber ja auch direkt 2 Zähler wieder verliere, wenn ich einen Great Skill Check treffe. Da können sie doch auch 1 Zähler machen. Geht's nicht? Ah ja. Leute, anstrengen bitte. Das wäre so cool, würde ich direkt in der ersten Runde die Tipp-Challenge schaffen. Mist. Oh. Na, egal. Du wasted. Ich hing noch nicht. Also. Meine Mates sind halt alle bald tot. Los, Mac. Wieder dort hinten. Dort hinten ist halt ein Generator, ne? Hm. Da ist ein Generator. Ich geh retten. Die anderen sollen lieber einen Generator machen. Ach, der ist sogar an. Der Gym ist an. Die steht im Haus. Ich höre sie aber nicht swooshen. Doch, jetzt. Ist immer noch okay. Ich hing immer noch nicht. Palette ist weg. Bis zur nächsten Palette schaffe ich es nicht.
Gott, ich weiß nicht. Hier oben ist keine Palette mehr. Oder auf der Seite ist halt einfach keine Palette. Mist. Warum machen die nicht den Gen an? Wie schreit die denn? Was machen die denn dort hinten? Macht den Gen bitte, Leute. Oh mein Gott. Bitte mach einfach auf. Bitte mach einfach auf. Oh mein Gott. Wir kommen raus. Wir kommen raus. Oh mein Gott. Adapt Challenge in meiner allerersten Runde? Really? Oh mein Gott. Wehe, die kommt jetzt und latzt mich hier raus. Um. Ja! Errungenschaft freigeschaltet. Geschickte Yunjin. So heißt sie doch, Yunjin. Wobei, Feng Min heißt eigentlich ja auch Min. Und Feng ist ihr Nachname. Wir sagen alle nur, das ist Feng. Das ist voll... Naja, egal. Guckt euch das an, liebe Leute. Oh, ich sehe gerade, ich habe eine Killer-Archivaufgabe ausgewählt. Ach, egal. Wir haben die Adept-Challenge geschafft. Upp, upp. So, ja, in diesem Sinne... Ich verabschiede mich für heute. Ich wünsche euch ein schönes Osterwochenende. Morgen ist Karfreitag. Ein schönes Osterwochenende. Wir sehen uns am Wochenende wieder mit Dead by Daylight. Oder wir sehen uns sicherlich 1, 2, 3 Mal auf Twitch. Schaltet rein. Ich würde mich freuen. Macht's gut, bleibt gesund. Und yes, wir haben die Adept Challenge direkt in meiner ersten Runde mit ihr geschafft. Ich freue mich. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.